Der Breivik hat ja sehr viel Computerspiele gespielt. World of Warcraft, ein kriegstreibendes Spiel. Da schlüpfen also Spieler in mittelalterliche Heldenrollen und retten die Welt, retten Europa auch vor einem Teil der Islamisierung in gewisser Weise. Das sind sehr kritisch zu sehende Spiele. Und er tauchte sehr stark in eine Parallelwelt ab, wo er auch sehr viel geschossen hat. Jetzt ist es ja landläufig eigentlich einfach zu sagen, ja klar, wenn der schon am Computerdrücker abdrückt, dann drückt er auch in Wirklichkeit schneller ab. Das sehe ich nicht so. Das ist für mich eine Huhn-Ei-Frage. Was war zuerst? Und in meiner Erfahrung führen Computerspiele eher selten dazu, dass sich jemand zu einem Gewaltmonster entwickelt. Umgekehrt können Computerspiele natürlich eine Spielwiese sein für Menschen, die so veranlagt sind und die sich dort betätigen. Hier müssen wir uns davor hüten, sofort zu schreien, Computerspiele verbieten, die machen Menschen zu Gewaltverbrechen. Ich denke, dem ist nicht so.